Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich grüße euch und wünsche euch einen schönen Abend. Ja, was haben wir denn heute so schön für schöne Fundstücke? Manchmal weiß man gar nicht, wo man zuerst anfangen soll, weil sich die Ereignisse scheinbar irgendwie überschlagen. Die neuen Nachrichten, die täglichen Nachrichten aus dem Irrenhaus. Und bevor ich zu dem Top-Thema kommen möchte, was ich euch wirklich gerne präsentieren möchte, da sind ein paar schöne Sachen dabei, die ein bisschen Balsam für unsere Seele sind, möchte ich noch das letzte Video von Peter Weber ansprechen. Und in diesem Video bespricht er eine Posse der Stadt Krefeld. Und ich möchte mich da ausdrücklich bei ihm bedanken, weil mir das selber auch gar nicht aufgefallen war. Aber irgendwie ist ihm das wahrscheinlich zugetragen worden und da hat er dann so ein Video drüber gemacht. Es geht darum, dass die Stadt Krefeld täglich für einen gewalttätigen Asylbewerber 1400 Euro ausgibt, weil sie ihm zwei Sicherheitskräfte zur Seite stellt, die auf den aufpassen. Weil die Stadt scheinbar ansonsten mit diesem Menschen nicht mehr zurechtkommt. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann wohnt er in einem Flüchtlingsheim. Und ich blende hier am besten mal den Desktop mit ein. So, da haben wir das hier. Aggressive Asylbewerber kostet Stadt 42.000 Euro pro Monat. Unvorstellbare 42.000 Euro pro Monat. Von meinem und von eurem Steuergeld. Also ich bin ja Beamter, ich zahle ja auch Steuern, aber ich zahle nicht den gleichen Satz. Dennoch zahle ich natürlich auch Steuern. Also kann man ruhig sagen, von unseren Steuern werden pro Monat für eine einzige Person 42.000 Euro ausgegeben. Das ist ein Zustand, da muss man mal auf die Idee kommen, um den Verantwortlichen den Puls zu fühlen. Ich gucke mir den Artikel noch mal ein bisschen weiter an. Seit März verhält sich ein Flüchtling auffällig aggressiv. Die meisten Politiker in Krefeld möchten das Thema am liebsten klein halten. Das ist hier erschienen in der Neuen Ruhr-Zeitung. Und das ist noch gar nicht großartig aufgenommen worden. Also darüber hat, wie gesagt, die NRZ berichtet. Und noch ein oder zwei andere Blätter, unter anderem auch RP Online. Warum gibt eine Stadt 42.000 Euro im Monat dafür aus, damit ein einzelner aggressiver Asylbewerber beaufsichtigt werden kann? Ja, da gab es die Rückfrage einer parteilosen Stadträtin und die Antwort war, damit der Mann durch sein Verhalten nicht andere Mitmenschen gefährdet, hat die Stadt einen Wachdienst beauftragt, rund um die Uhr, jeweils zwei Personen. Da muss ich sagen, da brauche ich einen Stuhl. Da muss ich mich hinsetzen. Also zum Glück habe ich in dem Moment gesessen, als ich mir das Video angeguckt habe. Da wäre ich wahrscheinlich umgekippt. Und zwar vor Empörung, muss ich wirklich sagen. Denn jetzt spreche ich ja auch mal als ganz normaler Mitbürger. Ich bin ja auch Bürger dieses Landes und ich möchte nicht, dass mein Steuergeld für sowas zum Fenster rausgeschmissen wird. Da frage ich mich wirklich, ob da noch alle Sicherungen im Kasten sind. Und dann muss ich mal ganz schnell zum Alkoholschrank rennen und gucken, ob ich noch Schnaps habe. Das ist ja mit Worten nicht mehr zu fassen. Wir haben hier einen absoluten Ausnahmefall, werden die Politiker weiter zitiert. Und als nächstes kommt direkt die Sorge, ja, und dann wird die AfD das wahrscheinlich thematisieren und instrumentalisieren. Weiter steht im Bericht, die Stadt könne nicht den einen nehmen und einen anderen ablehnen. Ja, das stimmt natürlich, aber das ist doch... Wie viele Leute will man denn mit so viel Steuergeld beobachten lassen? Schauen wir mal weiter. Neben der bekannt aggressiven Person ist es zu anderen gleichartigen Herausforderungen mit weiteren Bewohnern gekommen. Und weiter unten steht, die Stadt Krefeld bleibt natürlich auf den Kosten sitzen. Freunde, da kann ich nur sagen, na guten Morgen. Für mich hört sich das an wie eine Bankrotterklärung des Rechtsstaats. Also, ich habe das natürlich noch nicht geprüft. Ich habe mich da jetzt nicht eingearbeitet in so eine Art Gefährderhaft oder sowas. Aber da müssen wir doch einfach
andere Möglichkeiten haben, rechtliche Möglichkeiten haben, anstatt da rund um die Uhr zwei Sicherheitsleute da abzustellen, die auf den aufpassen und die unfassbare Summen verschlingen. Das kann doch nicht wahr sein, dass das die einzige Antwort ist auf so einen Menschen. Und wenn es zu schwierig ist mit den derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen, ja, dann müssen zum Kuckuck nochmal neue geschaffen werden. Dann muss da telefoniert werden. Da müssen Menschen den Telefonhörer in die Hand nehmen. Die müssen sich unterhalten mit Polizei, mit der Justiz, sprich mit den Staatsanwälten. Die müssen sich auch mit Richtern unterhalten. Die müssen mit Justiziaren sich unterhalten, die beim Land angestellt sind, die da Rechtsberatung geben können. Die müssen sich unterhalten mit Politikern, was man da machen kann. Da müssen doch alle Hand in Hand arbeiten. Das kann doch nicht wahr sein, dass hier solche Unsummen benutzt werden für eine einzelne Person. Wie viele wollen denn da noch kommen, die man so beobachten muss? Ich bin ja selber oft genug mit der Aufgabe betraut, Menschen lange Zeit beobachten zu müssen, die Gefährder sind oder die erhebliche Sexualstraftäter sind. Von daher weiß ich ganz genau, was das für ein Aufwand ist und was da für Kosten entstehen. Also ich habe natürlich da keine Listen vor mir, ich weiß nicht, was das Land genau ausgibt, aber ich weiß natürlich, ich kann das natürlich ungefähr hochrechnen, wie viele Kollegen wir sind, wie viele Fahrzeuge wir haben und wie lange das alles dauert und ja, wie das Ganze organisiert ist. Das kann man ja ungefähr so ein bisschen hochrechnen. Und das sind natürlich entsprechend hohe Summen. Und das kann man natürlich nicht auf Dauer irgendwo anlegen oder ständig x-beliebig bei irgendwelchen Menschen anlegen. Das muss ganz exakt ausgewählt werden. Und also wenn der Staat keine Antwort findet auf einen, ich will mal jetzt salopp sagen, dahergelaufenen aggressiven Zuwanderer, ja, dann können wir den Laden hier, glaube ich, dicht machen. Also, da bin ich natürlich als Bürger empört, ja, wirklich aufgeregt. Und da erwarte ich einfach von allen Schaltstellen, dass die sich vernunftbegabt zusammensetzen und sagen, das kann ja wohl nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Da muss es doch noch andere Möglichkeiten geben. Und wenn der Mann so gefährlich ist, wenn er so eine tickende Zeitbombe ist, dann muss man einfach über eine Art Gewahrsam nachdenken. Gut, Freunde, das dazu, das war jetzt der Aufreger, den Peter Weber zuletzt noch ins Spiel gebracht hat. Jetzt kommen wir mal zu meinem Top-Thema, worüber ich mich sehr gefreut habe, denn der liebe Dieter Nuhr, der hat nachgelegt. Und das hat der so großartig getan, wie ich finde. Also ich bin wirklich, ich muss sagen, ich bin ein Dieter Nuhr-Fan. Ich finde Dieter Nuhr wirklich großartig. Nicht immer, stellenweise, aber der Mann ist aus meiner Sicht ein Wortgigant und ich finde viele Dinge, die er sagt, großartig und mit einer Eloquenz, mit einem beißenden Spott, das ist wirklich, das sucht manchmal seinesgleichen. Vollkommen legendär fand ich damals auch seine Äußerung zu islamistischen Terroristen. Und genauso feiere ich auch den Volker Pispers. Und ich bedauere sehr, dass der Volker Pispers nicht mehr am Satiregeschäft teilnimmt. Er wird wirklich, also ich vermisse den ganz schmerzlich. Der hat es wirklich geschafft, die ganzen internationalen Zusammenhänge und diese ganzen Sauereien mal in einer wirklich sehr eloquenten, sehr intelligenten und sehr satirischen Art und Weise zusammenzustellen und dass man wirklich sagen musste, der Mann hatte einfach recht. Der ist zwar rot wie eine rote Socke, aber trotzdem hatte der in ganz vielen Belangen recht. Ich habe das wirklich sehr geschätzt. Aber jetzt zu Dieter Nuhr. Und Leute, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu lang vorkommt, aber ich habe hier ein paar Passagen rausgenommen. Und die habe ich zusammengeschnitten. Und das muss ich jetzt einfach mal abspielen. Das tut wirklich gut, das zu hören. Mats ab! In Deutschland ist eine Stimmung wie 1434. Geißelnde Menschen laufen durch die Straßen.
Und wer hätte da noch die Möglichkeit, Witze zu machen? Wer Witze macht, spürt heute die Macht der Inquisition. Ich muss das kurz erwähnen. Es gab einen sogenannten Shitstorm nach meiner letzten Sendung. Ich hätte es gar nicht bemerkt, weil in der realen Welt kriegt man es erstmal gar nicht mit. Beim Bäcker sind alle freundlich auf der Straße, grüßen alle herrliche. Es ist also wurscht. Trotzdem habe ich heute zur Sicherheit mal alles weggelassen, was möglicherweise jemanden verärgern könnte. Und von meiner Seite aus war's das. Dankeschön. Aber Einheit heißt ja auch, wir wollen nicht immer streiten. Deshalb heute kein Wort über Greta. Ich habe letzte Woche, wie ich meine, eigentlich recht differenziert über Greta gesprochen. Habe Kritisches und auch Positives genannt. Ich muss das offen zugeben, einen Witz gemacht, was im Kabarett natürlich nicht vorkommen sollte. Es tut mir leid. Ich habe sinngemäß gesagt, gut, dass mit Greta das Klima jetzt mal Thema wird, aber ihre Forderungen würden in ihrer ganzen Radikalität in eine Katastrophe führen. Und was ich letzte Woche vergessen habe zu sagen, wahrscheinlich auch in einen dritten Weltkrieg. Das war der Inhalt meiner Rede. Und ich hatte vergessen, dass man Greta ohne Einschränkung huldigen muss. Also, dass wir hier keine Satire machen, sondern einen Gottesdienst. Da muss man mir doch Bescheid sagen vorher. Das ist doch... Dass da, da ist dann einfach kein Platz für Ketzer, ja. Und es war Shitstorm. Nicht? Für die einen war ich Rechtspopulist, nicht? Weil ich gesagt habe, aber auch, dass der Klimawandel mir Sorgen macht, war ich für eine auch linksgrüner Hetzer. Da habe ich offenbar alles richtig gemacht. Und dann kommen ja immer die üblichen Mitläufer, die sich dranhängen an den Shitstorm, um so ein bisschen Aufmerksamkeit für sich selbst abzugreifen. Der Kölner Stadtanzeiger zum Beispiel, das ist eine, ja, Zeitung ist jetzt auch zu viel gesagt, aber ist egal. Der Kölner Stadtverdreher meinte in einem tadelnden Ton, ich sei ja schon öfter in die Kritik geraten. Alles ein Ding, ne? Als Kabarettist in die Kritik geraten, das geht gar nicht. Es tut mir leid. Ich habe die aktuellen Diskussionsverbote nicht beachtet. Ich kann da nur entschuldigend vorbringen, dass ich in der Tat oft vergesse, bevor ich was sage, beim Kölner Stadtvergeiger anzurufen. Sorry dafür, aber ich wusste auch nicht, dass sie noch Telefon haben. Da scheint die Einnahmenlage ja noch nicht so schlecht zu sein. Und der Express hat auch geschrieben, der Express, das ist eine Zeitung für Leute, denen die Bild-Zeitung zu schwierig ist. Der Express schrieb, ja, bitte, der Express schrieb, ich würde, Zitat, anecken. Da kann ich zu meiner Entschuldigung nur sagen, ja. Ich dachte, das wäre meine Aufgabe, also die Aufgabe von Satire, aber ist es wohl nicht mehr, da hat keiner gesagt. Kabarett ist ja in den meisten Fällen heute ein Treffen von Gleichgesinnten zum Zwecke der Selbstbestätigung, da bin ich natürlich raus. Ja. Ich ecke an, das kommt vor, aber ich werde meine Texte ab sofort an den Ecken abrunden, damit sich beim Express, dem Fachblatt für Eckdaten und Ökologie, niemand blaue Flecken holt, ja. Illustriert wurde der ganze Krawall meist mit einem Twitter-Tweet von einem Herrn, dessen Namen ich hier aus Höflichkeit nicht nennen möchte. Er heißt Michael Flammer. Und hier. Und er meinte, was ich sagen würde, das wäre ja keine Satire mehr, sondern Meinung. Und das ist natürlich bedenklich. Meinung, ich meine, da kann ja jeder kommen. Ich meine, Satire geht noch, aber Meinung, das geht zu weit. Das sehe ich ein, am Ende hat man noch eine Haltung. Muss ja auch mal Schluss sein. Na, wir sind offensichtlich mit Greta auf einer neuen Stufe der Hysterie angekommen, in der Meinungsvielfalt weder möglich noch erwünscht ist. Bleiben wir bei den Fakten. Greta sagt, wir wollen Panik. Und die Natur der Panik ist ja, da ist mit Fakten nicht mehr viel. Und unsere Medien profitieren davon. Jede Panik bringt Auflage, Klickzahlen, Quote. Taz, Stern und Spiegel
haben sich jetzt der Initiative Covering Climate Now angeschlossen, die für die Klimaberichterstattung die Titelseiten freihalten möchte. Ja, jetzt glaube ich allerdings, dass Journalismus, der sich einer politischen Zielsetzung unterwirft, egal ob gut oder böse, dass das kein Journalismus ist, das ist auch nicht mal Haltung, das ist Pädagogik. Und zu einer objektiven Berichterstattung gehört für und wider. Und das ist da nun endgültig nicht mehr zu erwarten. Mir tut ja Greta ein bisschen leid. Sie ist da in einen eskalierenden Vorgang reingeraten. Und es wäre die Aufgabe vielleicht auch von Gretas Eltern gewesen, sie mal ein bisschen vor sich selbst zu schützen. Aber die Eltern haben wahrscheinlich gerade Wichtigeres zu tun, ihre neue Rolle genießen als Maria und Josef. Ja, Freunde, dem ist nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Der Dieter Nuhr hat der Taz, dem Stern und dem Spiegel natürlich wunderbar jetzt die Maske vom Gesicht gerissen. Ich meine, für uns alle war das schon klar, dass diese Blätter sowieso dahin gehören, auf diese Position. Aber trotzdem finde ich es großartig, dass er das im Ersten, ja, in der ARD, die ja noch von so vielen Menschen, die der Berichterstattung des Staates vertrauen, die den Mainstream-Medien insgesamt vertrauen, die viele Dinge kritiklos sich im öffentlichen Rechtlichen ansehen und die sowas dann eben auch mitbekommen und vielleicht doch mal zum Nachdenken kommen. Und da muss ich sagen, Hut ab, finde ich großartig. Also es gibt Leute, die kritisieren Dieter Nuhr, die Caroline Marti zum Beispiel, die sagt, der ist mittelmäßig, finde ich nicht. Ich finde es ehrlich gesagt überhaupt nicht mittelmäßig, was der macht. Guck mir den ja schon seit Jahren an. Und ich sagte ja eben schon, ich mag nicht alles, was er sagt. Aber die Themen, die mich besonders aufregen, die scheinen ihn auch aufzuregen. Und ich muss sagen, die Art und Weise, wie er formuliert, wie er die Gags aufbaut, ich finde das ganz groß. Ja. Deswegen kann ich euch nur empfehlen und ich kann da nur zu raten, sich das Ding mal in Gänze anzuschauen. Ich packe euch den Link mit in die Infobox und wenn ihr euch die Passagen dazwischen nicht anhört, also hier diese Leute wie Ingo Appelt oder Johann König, das ist ja nicht jedermanns Sache, aber dass ihr wenigstens dann von Zwischensequenz zu Zwischensequenz springt. Der Dieter Nuhr macht zwischendurch immer wieder satirische Äußerungen, auch mit so Seitenhieben wieder auf die Greta. Und ich ich kann es einfach nur empfehlen, dann dass man wenigstens dann von Sequenz zu Sequenz dann vorspult und sich das wirklich mal antut. Das ist wirklich für Menschen wie uns, die so oft nach vernünftigen und einer nüchternen Sichtweise suchen, ist das wirklich ja eine Art Balsam für die Seele. Muss man wirklich sagen, dass da sich endlich mal einer kritisch äußert und auch keine Angst davor hat, das so ins Lächerliche zu ziehen, wie es auch oft gehört. Was mir natürlich auch gefällt, ist die Aussage über die Eltern von der Greta. Das sind also wirklich, der Dieter Nuhr lässt da nichts aus. Ich finde das wirklich großartig. Er macht eine klare satirische Aussage über die Funktion von Gretas Eltern. Und ich finde den Vergleich einfach großartig. Auch dieses Göttliche, was damit hineingebracht wird, ja. Maria und Josef. Ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das musste ich einfach mal ein bisschen zusammenschneiden und zeigen, dass ein Dieter Nuhr sich nicht bremsen lässt, sondern seinen gerechten Spott dorthin bringt, wo er hingehört. Ja, und als nächstes haben wir das letzte Fundstück. Und da hat der Spiegel einen Bericht zum Besten gegeben. Der ist schon ein paar Tage älter. Vielleicht haben es auch einige mitbekommen. Die Stadt New York hat eine Geldstrafe auf den Weg gebracht. Und wir sehen es in der Überschrift. $250.000 Strafe, wenn man illegale Ausländer sagt. Ja, Freunde, da wissen wir, wo die Reise hingeht. Nicht nur bei uns, auch in Amerika. Und die sind ja auch schon mal da einen Schritt weiter anscheinend. Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört bei den Kollegen, die sich, der eine oder andere hat sich damit intensiver beschäftigt und der sagte, ja, seit der Trump sich so engagiert für die Mauer und sich
kritisch gegenüber der Zuwanderung äußert, sei wohl der Ton im Land sehr viel rauer geworden. Also da würden Zuwanderer viel offener mit so einer Art Alltagsrassismus konfrontiert werden. Also man würde da viel unverhohlener diese Menschen oder die Zuwanderer geringschätzig behandeln und auch so mit denen sprechen. Und das wäre wohl eine Entwicklung, die von vielen als besorgniserregend betrachtet wird. Und dann hat die Stadt New York als eine der ersten jetzt gesagt, da müssen wir was gegen tun. Das ist möglicherweise auf dem Weg zu einer offenen Feindschaft gegenüber Ausländern und da müssen wir uns was Besonderes einfallen lassen. Und dann sind die da auf die Idee gekommen, eine sechsstellige Summe als Strafe festzusetzen. Das ist mal ein echter Hammer. Und wenn das Schule machen sollte, ja, dann würde ich sagen, dann wird es auch bei uns irgendwann ungemütlich. Auch für Menschen, die das einfach nur ganz nüchtern thematisieren wollen. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Und ich kann immer wieder nur sagen, gebetsmühlenartig, Interessenvertretung Bürgerforum. Jetzt sagen einige, ja, da halte ich nicht viel von, ich habe mir das ein bisschen angeguckt und so und keine Ahnung, die kommen nicht aus dem Knick oder was auch immer. Wir müssen es abwarten. Wir müssen es abwarten. Ich lege da tatsächlich große Hoffnung drauf. Ich möchte mich nicht in einer einzelnen Partei engagieren. Ich möchte einen Platz finden, wo ich für viele Teile der Gesellschaft mich einsetzen kann und vor allem insgesamt für eine Vernunft, die nicht parteiabhängig ist, die also nicht, wo keine Funktionärstätigkeiten irgendwie mit verbunden sind, kein Lobbyismus, ja, wo Menschen nicht meinen, sie müssten sich ihre Pfründe sichern oder sich Vorteile verschaffen. Das will ich alles nicht. Und deswegen setze ich da so viel Hoffnung in dieses Bürgerforum. Ich bin sehr gespannt. Ich habe doch großes Vorschussvertrauen für Peter Weber. Und ich glaube wirklich, dass das gut werden kann. Und so eine Geschichten hier, wie was die Stadt New York hier auf den Weg gebracht hat, das dürfen wir hier nicht zulassen. Wir dürfen einerseits auch nicht zulassen, dass flächendeckend ein widerlicher Umgang oder ein Ton mit Zuwanderern oder Ausländern entsteht, denn das kann ich im Moment so nicht erkennen, dass hier eine Art, ja, wie damals in der Apartheid in Südafrika wieder umgegangen wird mit Ausländern oder mit Schwarzen oder mit, ja, von mir aus auch grünen, blau gefleckten, ja, aber mit allen Menschen, die, ja, oder die Kultur, sozusagen kulturfremd sind. Das kann ich so nicht erkennen erstmal, dass die also ständig und flächendeckend irgendwelchen Angriffen ausgesetzt werden. So ist der Umgang hier nicht bei uns. Aber wir dürfen natürlich auch nicht zulassen, dass sich das dahin entwickeln könnte. Das ist ganz klar. Ne? Das ist eine ganz wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft. Ne? Thema Humanismus. Aber gleichzeitig dürfen wir es auch nicht zulassen, dass hier so eine verrückten Ideen plötzlich auftauchen und so unfassbare Strafandrohungen hier stattfinden und die freie Meinung und die vernunftbegabte Auseinandersetzung mit Problemen eigentlich nicht mehr möglich ist. Gut, Freunde, das war's erstmal von mir. Ich wünsche allen eine angenehme Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Videos gefallen, bitte, ich kann wirklich nur darum bitten, haut mir ein Abo rein. Teilt die Videos. Ja, am besten bittet auch andere, dass sie ein Abo für mich dalassen. Helft mir, helft der gemeinsamen Sache, dass wir verbal stärker werden, dass wir mehr gehört werden, dass es eine breite Masse an Berichten gibt, die diese täglichen Unfassbarkeiten auf den Tisch legen, thematisieren und versuchen, das in einen vernunftbegabten Kontext einzuordnen. Nur so kommen wir irgendwann wieder dahin, dass wir eine durchweg lebenswerte Gesellschaft haben, ohne ideologischen Verrücktheiten, Spinnereien und Indoktrinierung. So viel von mir. Alles Gute, euer Concealed. Da rauscht doch was, oder? Der Shitstorm kommt.